Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Spider-Man. So, in der letzten Folge haben wir Forschungsstationen gemacht. Ich würde sagen, wir machen da jetzt gleich mal weiter, weil in dem Gebiet, wo ich mich jetzt hinbewegen will, da ist ja auch die Hauptmission. Und dort gibt es auch noch 4 Forschungsstationen. Vielleicht können wir die in der Folge hier abarbeiten. Wir schauen einfach mal. Die 2 haben wir. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal zu der hier. Ich habe mich mit den Dämonen befasst. Sie haben das Vakuum, das Fisk hinterlassen hat, zum Aufbau ihrer Machtbasis genutzt. Ein Vakuum, das durch Fisks Verhaftung entstand. Jameson hatte recht. Ich bin an den Dämonen schuld. Was hättest du tun sollen? Fisks Machenschaften ignorieren? Bist du okay? Du klingst noch trübseliger als sonst. Ich bin vielleicht meinen Job los. Die Stadt, Norman besser gesagt, streicht uns das Geld. Oh, Pete. Tut mir leid. Wenn Harry hier wäre, könnte er sein Dad zur Vernunft bringen. Ihr findet andere Geldgeber. Eure Arbeit ist zu wichtig. Danke, MJ. Dann bis bald. Ich glaube, dass der Harry ihm auch nicht helfen könnte, wenn sein Vater nicht gekauft ist. Alle Einheiten. Zivilisten nach Zusammenstoß im Auto gefangen. Gemeldeter Ort ist das Modeviertel. Over. Komm auf hier! So, Datenbackup. Einer der unwichtigsten Aspekte bei einem Projekt. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem er zum wichtigsten wird. Diese Station hilft uns, die Überlaufdaten von allen anderen Stationen zu sammeln. Ein Backup für unser Backup. Machen wir das mal. Okay, diese Station sammelt Überlaufdaten von allen anderen. Wir wollen ja nicht Oscorps Speicherplatz verschwenden. Egal, bitte tu mir den Gefallen und überprüfe, ob alles reibungslos läuft. Sonst war die ganze Arbeit umsonst. Nicht genug Serverplatz. Es kommt zu einer Überlastung. Dann gibt es eine Löschung. Harrys Daten gehen verloren. Das darf ich nicht zulassen. Moment, die ESU hat ja einen ungenutzten Sicherungsserver. Der wäre ideal für den Datenüberschuss. Ich muss die Übertragungsschüsseln ausrichten, um eine Verbindung herzustellen. Okay. Schnell! Der aktive Empfänger ist leicht zu finden. Ich muss da hoch. Okay, jetzt eine andere Verbindung finden. Ach du Scheiße. Alter. Geschafft. Ich muss nur weitermachen. Was verbraucht den ganzen Platz auf Harrys Servern? Sah nach DNA-Sequenzierung aus. Aber das gehört nicht zu den Aufgaben der Forschungsstationen. Konzentrier dich, Pete. Es ist egal, was auf dem Server ist, wenn alles gelöscht wird. Gas geben hier. Wo die Zeit, glaube ich, immer wieder neu anfängt dann. Fast geschafft. Ein paar Sekunden kriegen wir raus. Das ist eine coole Mission, die gefallen mir. Okay, wo ist der nächste? Da oben. Müsste jetzt in der Nähe des ESU-Servers sein. Und die letzte. Geschafft. Ich kann den Datentransfer einleiten. Beeilung! Oh, och nö.
Okay, wir müssen... Oh, wir haben wieder die scheiß Zielspannung da. Okay. Und dann machen wir bitte einmal... Mal sehen. Diesen hier. Und diesen müssen wir jetzt mit... 1, 2... Warte mal, 2... Minus 2... Hm. Ah, das war falsch. Das war falsch. Entfernen. Der war falsch. Müssen wir... Sieht gut aus. Mal sehen. Jetzt haben wir hier nochmal minus 2, minus 4. Jetzt haben wir minus 4, okay. Dann müssen wir eben hier... Wir brauchen jetzt 6 plus praktisch. Das heißt, wir packen ihn hier. Gut. Den hier rein. Dann den hier einmal. Den hier einmal. Den hier einmal. Und dann packen wir ihm hier nochmal eine plus. Eieiei. Das funktioniert nicht. Mal sehen. Jetzt haben wir zu wenig. Zu viel, ein zu viel haben wir. Wir brauchen 6 insgesamt. Geht doch gar nicht. Wir müssen ihm hier eine minus 3 reinmachen. Hier eine minus 3. Eieiei. Sieht gut aus. Jetzt sieht es besser aus. So, jetzt packen wir ihm hier eine 5, 7. Wir brauchen jetzt genau einmal den hier. Den hier. Den hier. Und den hier. Und dann noch bitte einmal mal sehen. Und dann passt es. Okay. Und einmal kurz verrechnen. Okay, solange es nicht auf Zeit geht, geht's eigentlich. Es funktioniert. Alles erfolgreich gespeichert. Das sollte funktionieren, bis Norman Harry neuen Serverplatz zuweist. Und er wird es gerne tun, wenn er hört, was die Station geleistet hat. Eine Datenkette, sehr schön. So. Den haben wir abgeschlossen. Abgeschlossen. Oh, sind. Ah, nee, abgeschlossen. Jetzt will es hier weitergehen. Oh, wir haben noch so viel Zeug da vor uns, ey. Na komm, wir machen gleich den hier. Und dann würde ich sagen, machen wir mit der Hauptstory, weil ich mache das dann nebenbei immer mal ein bisschen. Station ist meine Antwort auf Oscorps hoffentlich bald
eingestellte Chemiewaffenforschungen. Systematische Gegenmittel für einige der gefährlichsten chemischen Stoffe der Welt. Für diese Analyse benötigen wir hier drinnen natürlich Proben der besagten Chemikalien. Dann machen wir das mal. Okay. Sei vorsichtig hier drin, Pete. Die Station analysiert gefährliche Chemikalien. Im Prinzip wollen wir sehen, wie man sie bekämpft, wenn sie nach draußen gelangen. Naja, was hoffentlich nie passieren wird. Oh nein, jemand ist eingebrochen und hat einen flüchtigen Raketentreibstoff gestohlen. Sie haben den Container beschädigt. Er ist undicht. Nach der Zeiterfassung der Überwachungskameras ist es gerade passiert. Ich muss ihn zurückholen. Meine Spider-Bots sind nur Prototypen, aber das ist ein guter Zeitpunkt, um einen zu testen. Die Sensoren können der chemischen Spur folgen. Besser als wenn ich hinter dem Dieb herschwinge. Wenn er ausflippt und das Hydrazin fällt, explodiert der halbe Block. Ich brauche einen ruhigen Ort, um den Spider-Bot einzusetzen und zu steuern. Spider-Bot aktivieren. Okay, kleiner Freund. Finde die chemische Flüssigkeit und sauge sie auf, bevor jemand krank wird. Ist ja geil. Mein Mini-Ich beseitigt nicht nur die Flecken, sondern führt mich direkt zum Dieb. Wollen die Autos nicht überfahren können? Spider-Bot. Der Dieb versteckt sich in der Menge. Ich treibe sie mit einem Ultraschallschuss auseinander. Tut nicht weh, aber ist absolut irritiert. Zum Glück ist das Zeug nur bei einer langen Exposition giftig. Oder wenn es verbrennt. Vielleicht... Vielleicht nicht. Cool gemacht. Ende der Spur. Er läuft weg. Ich muss sie mit einem Netz einschnüren. Ich hab ihn! Jetzt hole ich mir den Treibstoff. Spidey, hey, nimmst du Drogen? Geschafft. Jetzt muss ich den Treibstoff nur noch zur Station bringen. Das meine Der kleine Spider-Bot ist nützlich. Wenn die Dinger günstiger wären, wären sie eine große Hilfe. Die Chemikalie ist wieder an Ort und Stelle, die Sicherheit der Station ist verbessert und Yuri hat das Videomaterial für die Verurteilung. Diese Station hat sich ihren Erhalt verdient. Sie wird sicher nicht geschlossen, vor allem jetzt, da die Chemikalien sicher weggesperrt sind. So, okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Hauptstory. Raubüberfall wurde gemeldet. Verdächtige bewaffnet. Brauchen mehr Officer bei Flatiron.
geht es stets nur um die Wahrheit. Als Reporter und Herausgeber habe ich immer die Wahrheit gedruckt. Und jetzt als Radiomoderator... Hermann, lang nicht gesehen. Ich bin zwar kein Anwalt, aber das verstößt bestimmt gegen die Bewährungsauflagen. Ups, wir bleiben wohl eine Weile. Wollen wir Wer bin ich spielen? Nein? Wie wär's mit Daumenwrestling? Nein? Dann halt Boxen! Alter Schwede! Wow! Die Handschuhe sind jetzt voll digital, was? Wie du meinst. Du willst kämpfen? Kämpfen wir! Mann, wenn ich dich wieder einwuchte, können wir endlich fachsimpeln. Weißt du noch damals? Ich, so jung und dumm. Du, einfach nur dumm. Du redest zu viel. Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden und Nichtreden? Und wie würde man das überhaupt messen? Worte pro Minute? Silben pro Sekunde? Oder geht es darum, wie viele Worte man verwendet, um einen Gedanken auszudrücken? Alles so subjektiv. Ich finde, manche Leute reden nicht genug. Beispielsweise darüber, wer ihr geheimnisvoller Boss ist, für den sie arbeiten. Über solche Sachen. Halt's Maul! Ab die Post! Gut, jetzt kann ich richtig punkten. Warum tust du das hier, Hermann? Halte down! Okay, müssen wir nochmal probieren. Bist du noch damals? Ich, so jung und dumm. Du, einfach nur dumm. Du redest zu viel! Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden? Gut, jetzt kann ich richtig punkten. Warum tust du das hier, Hermann? Weil die mich sonst umbringen werden. Mach dich! Nee, muss was anderes probieren. Fang! Raus damit! Dann helfe ich dir! Du willst dir also helfen? Lass mir einfach das Geld! Nee, so läuft das nicht! Das hat mir mehr weh getan als ihm. Schon, dass keiner mehr Banken nutzt? Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Weißt du, wie Bankraub heute aussieht? Versuch Daytrading. Das ist voll in. Oh, warte. Oh nein! Oh, komm schon, Hermann. Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Die verstehen da keinen Spaß. Das wird wehtun. Das verstehe ich nicht, Hermann. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das sind nicht mal Menschen. Unter den Masken könnte er alle sein. Moment, sagtest du Masken? Diese Maskentypen, wofür brauchen die denn... Alter. Muss ich mal was ausprobieren? Wir haben den gehabt hier. Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Die verstehen da keinen Spaß.
Okay, fang! Und zwar mit deinem Gesicht! Das verstehe ich nicht, Herman! Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das ist nicht mal Menschen! Unter den Masken könnt ihr alle sein! Moment! Sagtest du Masken? Diese Maskentypen! Wofür brauchen die denn das Geld? Ist doch egal! Nach dem Job hier verschwinde ich! Bleib still! Frag Ned! Dann vielleicht! Gib auf! Dann können wir dir helfen! Niemals! Du hast ja keine Ahnung! Du Elender! Okay, letzte Chance aufzugeben! Dieses Mal meine ich es ernst! Bleib stehen! Den willst du werfen? Okay, das vorher war alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich! Hör auf, tu dir den Gefallen! Sorry, Herman. Das hast du dir nur selbst eingebrockt. Ich habe meine blöden Fähigkeiten nicht ausgerüstet gehabt. Mann, er hatte wirklich Angst. Plötzlich findet man überall diese Dämonen. Okay, Yuri. Schocker gehört jetzt euch. Gute Arbeit. Rast wartet eine Spezialzelle auf ihn. Und dieses Mal sorgen wir dafür, dass er hinter Gittern bleibt. Ach ja, er hat ziemlich sicher für die Dämonenbande gearbeitet. Dämonenbande? Oh, klingt wie eine Daily Bugle-Schlagzeile. Hey! Der Bugle ist eine renommierte Tageszeitung. Du meinst wohl Käseblatt. Hab gehört, die haben da ein paar echt gute Reporter. Egal, gibt es noch mehr Meldungen über Dämonen? Leute mit Masken? Ich erkundige mich. Übrigens, wie sehr hast du dort in der Bank randaliert? Das willst du vermutlich gar nicht wissen. Das frage ich auch. Okay, jetzt wollt ihr nochmal schnell schauen mit den Anzügen. Anzugskraft, kugelsicher. Fokus. Jetzt haben wir hier das Nahkampfschaden, okay. Dann haben wir hier die gleichen Dinger drin, okay. Schocker war schwer zu knacken. Mal sehen, was in der Zwischenzeit in der Stadt los war. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und in der nächsten Mission Forschungs. In der nächsten Folge Forschungsmission wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Ciao, ciao. Euer Andi.